So, wir sind bei der nächsten Location. Und zwar ist es ein alter Gasthof. Ist auf jeden Fall ein Eingang. Der aber verschlossen ist. Oh, hier ist ja schon ganz schön zugewachsen. Aber man sieht hier noch, ja, sowas wie ein kleiner Spielplatz auf jeden Fall. War, glaube ich, mal eine richtig große, schöne Gaststätte. Und ich glaube, ich habe mich zu früh gefreut, denn die Location sieht tatsächlich verschlossen aus. Das wäre ärgerlich. Ja, der Haupteingang. Es ist immer wieder unfassbar, Leute, dass immer der Haupteingang einfach offen ist. Schlüssel steckt sogar. Oh Mann. Ein bisschen komisch ist, ehrlich gesagt, wenn der Schlüssel da sogar steckt, ob hier nicht vielleicht einer ist. Also alleine. In so Lost Places ist schon noch mal eine Nummer gruseliger. Also da fehlt mir schon der Mario, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist zugemacht die Tür, was eigentlich dafür spricht, dass jemand hier drin ist, weil der Schlüssel steckt. Aber es war auch kein Auto hier. Und hier steht auch echt viel einfach so rum. Hallo? Wurde schon angefangen zu entkernen. So wie es hier aussieht. Schon die Trennwände rausgenommen. Ja, ein ganz schöner Schrank. Auch noch mal ein Riesenschrank. Oh Mann. Ich hab echt ziemlich Muffe, dass ich hier nicht alleine bin. Hier wurden die ganzen Kabel schon rausgeschnitten. Das spricht eigentlich dafür, dass hier nichts ist. Aber man weiß ja nie. Hallo? Hier sieht eigentlich aus, als hätte sich hier noch mal einer eingenistet. Hier ist Müll,
das hier ein Schlafplatz? Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das ist ein Schlafplatz. Ja. Okay, Leute, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass hier ein Obdachloser oder so Unterschlupf gefunden hat. Hallo? Toiletten. Noch mehr Toiletten, hier stinkt es auch bestialisch. Also Leute, ich muss hier ganz schnell raus, bevor ja, der Herr zurückkommt, der sich hier eingenistet hat. Das wäre nicht so optimal. Der Saal wurde verschlossen. Machen wir jetzt mal auf. Okay. Das ist ein riesiger Saal. Und ich habe was gehört. Ich werde jetzt auch die Location wieder verlassen. Sicher ist sicher. Hier geht's zur Küche, aber da waren wir ja eben schon. So. Boah, bin ich froh. Ich mache 3 Kreuze, wenn ich hier wieder raus bin. Leute, Leute. Das ist eine Nummer von draußen. Ganz heikle Nummer. Wie immer, sehr, sehr heikel. Einfach geht ja immer.